Hallo allerseits, herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Workshop des WinLab in Wildau. Im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr eine solche Lampe mit Infinity Mirror Effekt bauen könnt. Inspiriert von dem Künstler Anthony James, der diese Lampen in verschiedenen Formen und Größen gebaut hat, aber auch durch diverse Online-Tutorials auf YouTube, habe ich hier eine eigene Variante entwickelt. Und worauf ihr dabei achten müsst, was ihr alles für Teile braucht und wie ihr dann das Ganze zusammenbaut, zeige ich euch gleich nach dem Intro. Der Grundkörper dieser Lampe ist ein Dodekaeder, das ist einer der platonischen Körper. Dieser hat 12 Flächen, 30 Kanten und 20 Ecken. An den 30 Kanten werden später von innen LED-Streifen angeklebt und die 12 Flächen bestehen aus Acrylglasplatten, welche mit einer Einweg-Spiegelfolie versehen werden, wodurch am Ende der Infinity Mirror-Effekt entsteht. Im Detail ist das Ganze wie folgt konstruiert. Ihr habt also immer drei Kanten, die hier aus dem 3D-Drucker kommen. Diese werden mit einem kleinen Verbindungsteil verbunden, hier grün im Bild, noch eine kleine Mutter eingesetzt wird. Anschließend kommen dann von innen die LED-Streifen auf die Kanten geklebt und diese werden dann auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen miteinander verlötet. Einmal müsst ihr den LED-Streifen quasi verlängern und um die Ecke legen und bei der anderen Variante müsst ihr die Leitung aufsplitten und quasi die Leitung teilen. Anschließend könnt ihr dann von außen die Acrylglasplatten einsetzen, die bereits mit der Spiegelfolie versehen sind. Diese werden quasi in den Rahmen eingelegt und hinterher mit einem kleinen Druckteil und der Schraube gegen das Herausfallen gesichert. Wie bereits erwähnt, kommt der Rahmen bzw. die ganzen Kanten und Ecken aus dem 3D-Drucker. Die Acrylglasplatten habe ich mit unserem Lasercutter zurechtgeschnitten. Und dann werden noch hier die LED-Streifen auf Länge geschnitten und dann können wir auch schon langsam mit dem Zusammenbau beginnen. Hier seht ihr jetzt die ganzen Einzelteile, die wir brauchen. Zum einen halt die Rahmenteile, die Acrylglasplatten, LED-Streifen, Schrauben, Muttern, kleine Druckteile für die Ecke und die Einwegspiegelfolie. Hier könnt ihr jetzt sehen, wie ich im Schnelldurchlauf den Rahmen zusammenstecke. Das geht auch wirklich ganz einfach. Ihr solltet nur dabei bedenken, dass ohne die Acrylglasplatten die ganze Konstruktion noch nicht besonders stabil ist und entsprechend vorsichtig vorgehen, dass ihr die kleinen Verbindungsteile nicht zerbrecht. Wenn ihr mit dem Zusammenstecken fertig seid, könnt ihr im Anschluss die LED-Streifen vorbereiten. Ich habe sie mir dafür immer mehrere mit einem Stück Kreppband auf den Tisch geklebt und anschließend mit dem Lötkolben die ganzen Kontakte verzinnt. Dann könnt ihr auch schon die ersten LED-Streifen in den Rahmen kleben. Bedenkt dabei nur, dass die Signalleitung, also der mittlere Kontakt, immer eine Richtung hat und ihr das nicht gegenläufig anklebt. Im Anschluss können wir dann auch schon anfangen, die ganzen Kabel für die LED-Streifen vorzubereiten. Wie vorhin bereits erwähnt, werden an manchen Stellen die Kabel, die LED-Streifen einfach nur um die Ecke gelegt und quasi verlängert. Und an anderen Stellen müssen wir die Leitung aufsplitten und kleine V-förmige Kabel vorbereiten. Wie das Ganze geht, das zeige ich euch gleich. Mit einem kleinen Trick geht das ganz schnell, denn ihr werdet ja am Ende 20 Ecken damit bestücken müssen, braucht also eine ganze Menge davon. Für die Variante mit den aufgeteilten Leitungen habe ich die Kabel wie folgt vorbereitet. Und zwar habe ich, wie ihr hier sehen könnt, erstmal ein längeres Stück abisoliert, dann die Litzen etwas eingezwirbelt, anschließend habe ich ein kurzes Stück abisoliert und im Anschluss dann nochmal ein etwas längeres Stück abisoliert, denn ihr werdet zwei verschiedene Längen quasi brauchen, weil die Kanten ja nicht direkt gegenüber liegen, sondern verschiedene Abstände haben. Das Ganze sollte dann so ungefähr aussehen. Anschließend wird das Kabel in der Mitte quasi zusammengelegt und verzwirbelt. Das ist dann quasi der Anfang.
Und so habt ihr dann gleich zwei miteinander verbundene Kabel, ohne die einzeln abisolieren zu müssen und wieder zusammentütteln zu müssen. Am Ende könnt ihr das Ganze dann mit der Kneifzange abknipsen und dann werde ich euch noch kurz zeigen, wie ich das Ganze verzinnt habe. Um die Kabel dann noch mit etwas Lötzinn zu versehen, was das spätere Anlöten deutlich erleichtert, habe ich mir ein bisschen Lötzinn auf den Tisch gelegt, dass es so hoch steht, mit einer Zange fixiert, dass es fest ist und dann mit der linken Hand das Kabel gehalten und mit der rechten dann das Lötzinn erwärmt, sodass es sich auf die Kontakte legt. Am Ende sollte das Ganze dann so ungefähr oder so ähnlich aussehen. Links seht ihr einmal die Varianten, wo die Leitung aufgesplittet werden und rechts die drei Kabel für die Leitung, die einfach nur um die Ecke gelegt wird in verschiedenen Längen. Danach könnt ihr dann auch schon anfangen, die LED-Streifen untereinander zu verlöten. Dafür ist auf jeden Fall etwas Feingefühl gefragt. Ich habe hier mit einer Pinzette gearbeitet. Falls ihr noch gar keine Erfahrung mit Löten habt, da haben wir auf unserem Kanal auch schon ein Anfänger-Tutorial. Schaut doch da einfach mal rein, um euch ein paar Basics anzueignen. Aber das Ganze braucht nur etwas Geduld und ist nicht besonders schwer. Um sicherzustellen, dass das Ganze auch korrekt verlötet und ich keine Kurzschlüsse eingebaut habe, habe ich nach so ziemlich jeder Lötstelle einmal kurz den LED-Streifen angeschlossen und überprüft, ob das Ganze noch funktioniert. Wie ihr hier in dem Bild auch sehen könnt, habe ich mir immer kleine Kreppbandstücke auf die Kanten geklebt mit der entsprechenden Richtung, wie ich halt eben geplant habe, wie der LED-Streifen verlaufen soll. Der LED-Streifen selbst ist vom Typ WS2812B. Wir werden davon, wie gesagt, 30 Stück verbauen, A0 LEDs, ergibt 270 LEDs mit einer Gesamtlänge von 4,5 Metern. Das ist auf jeden Fall so viel, dass wir am Ende ein separates Netzteil brauchen, um das Ganze zu betreiben. Ich habe hier einfach ein altes Computernetzteil genommen. Nehmt euch ruhig etwas Zeit zum Verlöten, denn später einen Fehler zu finden ist durchaus aufwendiger, als von vornherein einfach etwas sorgfältiger zu arbeiten. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sollte das Ganze ungefähr so aussehen. Im Anschluss könnt ihr dann die Acrylglasplatten mit der Einweg-Spiegelfolie versehen. Das ist meiner Meinung nach die mit Abstand undankbarste Aufgabe des ganzen Projekts gewesen. Denn das Ganze blasenfrei hinzubekommen ist wirklich nicht einfach. Gerade bei den ersten Platten wird es nicht gut funktionieren. Und wenn ihr dann bei der 10., 11., 12. Platte angekommen seid, habt ihr langsam den Dreh raus, aber dann seid ihr auch schon fertig. Am einfachsten geht es, wenn ihr die Folie feucht aufzieht, also die Acrylglasplatten mit etwas Wasser und Spüli besprüht. Aber auch dazu gibt es diverse Anleitungen und Tutorials im Internet, wie ihr das am besten macht. Ärgert euch nicht, wenn ihr dann doch noch ein paar Lufteinschlüsse drin habt oder ein bisschen Dreck, denn wenn die Lampe hinterher eingeschaltet ist, sieht man das kaum noch. An der Stelle, wo dann das Kabel aus der Lampe herauskommen soll, müsst ihr noch eine kleine Ecke von dem Acrylglas wegfeilen, damit dort das Kabel durchpasst und ihr kein extra Loch bohren müsst. Um die Lampe zu steuern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das jetzt hier in dem Fall mit einem ESP8266 angesteuert. In Verbindung mit der browserbasierten App WLED. Wie ihr das Ganze einrichtet, dazu findet ihr auch diverse Tutorials im Internet. Nun kommen wir auch schon zum Ende des Videos. Wir haben jetzt alles zusammengesteckt und verlötet. Wie das Ganze jetzt aber am Ende aussieht und was für einen Effekt das hat, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also lehnt euch zurück und genießt die Infinity Mirror LED. Zu guter Letzt möchte ich noch erwähnen, dass ich die Druckdateien und die Lasercut-Dateien selbstverständlich zur Verfügung stellen werde. Sobald ich sie noch etwas verbessert und aufbereitet habe, findet ihr dann den Link unten in der Videobeschreibung.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.